Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen heute, ja, World of Warships. Der Teilzeit-Heinrich ist wieder zurück. Ach, ich verwechsel immer. Pfeiltasten mit den Flugzeug, Zerstörer, ja, Flugzeugträger. Schweres Wort. Flugzeugträger, so. Ich habe jetzt schon zwei Runden gespielt. Und mich immer auf andere Kollegen verlassen wollen, aber diesmal sind wir alleine als Flugzeugträger. Hosho gegen Hosho. Mal gucken mal, wie wir uns alleine schlagen. Also ich versuche ja immer gern, die Jagdstaffel irgendwie erstmal in eine Falle zu locken. Über so eine ISO-KC einzugreifen. Und zu hoffen, dass die Flak davon uns unterstützt. Wehren Sie den Luftangriff ab. Ja, wie wär's, wenn wir den erstmal ficken? Entschuldigung. Jetzt wird's nämlich. Macht er nämlich genau das, was ich machen wollte. Freundchen, komm her. Warte auf Anweisungen. Ende. Wegpunkt erreicht. Ziel erreicht. Ich brauche Aufklärung. Ja. Setzen Sie eine Nebelwand. Warte auf Anweisungen. Ende. Ach, hier ist nichts. Jetzt aber Flak drauf, Feuer. Sind unter Beschuss. Schade. Ich hoffe, die Flak-Unterstützung von den Schiffen, die hier sind, reicht aus, um mich zu unterstützen. Aber es scheint nicht so, da kommt nichts. Im Gegenteil, wir verlieren. Scheiße, ey. Oh Gott. Ich glaube, wir haben einfach die schlechtesten Flugzeuge der... Oh. Dann darfst du zurück. Hast dir der erstmal schon mal was verdient. Und wir können versuchen, mit den anderen Staffeln da hinten nicht Ärger zu machen. Ich denke mal, sein Flugzeugträger wird irgendwo hier irgendwo sein. Hier scheint ja auch eine starke Flotte von denen zu sein. Weil wir haben immer nur pro Staffel, die wir haben. Wir haben ja drei Staffeln so gesehen und pro Staffel haben wir quasi vier Flugzeuge auf Reserve. Scheiße, da hinten kommt ja. Das ist dieselbe Idee. Zack. Scheiße, ey. Ja, zwei, komm. Ist schon zu spät. Koppel 2 in der Luft. Koppel 3, wir stehen unter Beschuss. Koppel 3, nähern uns Ziel. Sind unter Beschuss. Nähern uns Ziel. Ich hoffe, da kommt was an. Koppel 2, warte auf Anweisungen. Boah, ne. Naja. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Dafür haben sie unser Schlachtschiff jetzt rausgenommen. Und wir haben jetzt schon insgesamt drei Verluste, die gerade mal zwei. Und guck mal, wer da wieder ist. Hinten. Warte auf Anweisungen.
ist eine Flak. Das Problem ist, von hinten kriegen wir es, hinten ist hinter uns ist frei. Das ist. Nein, nein, Entschuldigung. Ah, ich bin verdrückt. Eins. Zwei. Ey, die Karlsruhe ist ja irre da hinten. Trifft er? Trifft er? Trifft er? Boah! Hat den Zerstörer versenkt. Wunderbar gemacht, Karlsruhe. Das habe ich mir gedacht, da kommt noch Schiffe. Das ist sagenhaft schön. Jetzt stört mich da quasi nur der. Die Jagdstaffel. Vielleicht kriegt das nicht mit. Können wir hier schön hier so einen Zerstörer rausnehmen? Viel wenden kann er nicht, bewegen kann er sich nicht. Ja, kommen wir weiter zurück. Warte auf Anweisungen. Gruppe 4 in der Luft. Ich glaube, er checkt es. Hier gehen wir vor. Warte auf Anweisungen. Gruppe 2 sind unter Beschuss. Gruppe 4 sind unter Beschuss. Wegpunkt erreicht. Ziel erreicht. Sind unter Beschuss. Gruppe 4, greifen Gegner an. Gruppe 2, Ziel zerstört. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Kehren zurück. Kehren zurück zum Schiff. Zurück zum Schiff. Ah, kriegen wir noch einen mit? Ah! Schade, nein. Nicht getroffen. Schade. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Upsala. Schießt er schon auf uns? Naja. Das Dumme, ich weiß langsam nicht mehr, wohin mit unserem Flugzeugträger. Aber wir müssen uns um den kümmern. Das ist die Carolina. Puh. So, wir haben jetzt keine Jagdstaffel mehr auf Reserve. Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass keine Torpedos mehr, Torpedoboote auf uns zukommen. Wir können erstmal Stopp machen. Staffel 2 schicken wir schon erstmal dahin. Gruppe 4 bereit. Gruppe 4 bereit schicken wir hier schon mal an die Seite. Gruppe 2, behalte derzeitigen Kurs bei. Jawohl. Dann versuchen wir sowas wie eine, ich nenne es jetzt mal Speerspitze zu machen. Dass wir, wenn er fährt, so eine Art Dreieck schießen. Dass wir ihn ja erwischen. Ja, du bleibst. Wir gehen auf den Vulkan. Sieht immer schön aus, auch auf dem Vulkan. Warte auf Anweisungen. Ende. Ja, das ist nett, da kommt schon extrem nah. Ich möchte ihn nur nicht näher dran haben, sonst kann er nämlich auf uns schießen. Und wenn wir natürlich brennen, ist natürlich voll doof.
einen. Gruppe 4 zählt unter Beschuss. So. Und jetzt 4 da rein. Montok. Wir stehen unter Beschuss. Ja, bisschen unter Schuss. Gruppe 4 greifen Gegner an. Kehren zurück zum Schiff. Kehren zurück. Kommt was an? Ah, er kommt durch. Ah. Schade. Kein Volltreffer. Nur 3 Treffer. So. Jagdstaffel 2. Dahin. Ich hoffe mal, er kommt nicht zu unserer Corvette. Egal. Na, die ersten kommen durch, das weiß ich jetzt schon. Los, jeden Einzelnen, den wir wegnehmen. Oh, er kommt durch, er kommt durch. Holt ihr das nächste Flugzeug runter. Wie viele Torpedos hat er nochmal bekommen? 2. Jetzt hart nach rechts oder weiter nach links. Super. Hervorragend. 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 Ich glaube, das Schlachtschiff auf der rechten Seite ist, glaube ich, auch zerstört, ne? Was? Ach so, wir sind wahrscheinlich in der Nähe der Flak. Nein, oh, sollst du das... Ach, das schon. Kehren zurück zum Schiff. Oh, ganz schlecht gemacht. Ich muss an dieser Taktik noch arbeiten. Ach, einen haben wir nur. Schade. Wir haben Schlachtschiff verloren. Und Scheiße sehe ich gerade. Wir stehen quasi da noch alleine. Alle hauen nämlich ab und wir verlieren da nämlich unsere Deckung. Nicht, dass wir jetzt Punkt A nur verlieren. Wir verlieren auch... Oh! Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Ja. Dann haben wir doch unser Job gut gemacht. So, jetzt haben wir noch einen Flugzeugträger, ein Schlachtschiff und ein Zerstörer bei den Feinden. Und wir haben 2 Schlachtschiffe, ein Kreuzer, ein Zerstörer und natürlich mich, Heinrich der Löwe, mit der Horsho. So, unser Zerstörer übernimmt den Punkt. Wir haben was aufgeklärt. Verheben. So, 3 und 4. Na, nicht so nah ran, wir warten noch ein bisschen. Gruppe 3 in der Luft. Warte auf Anweisungen. Wir stehen unter Beschuss. Aha. Da haben wir den Zerstörer. Gruppe 4 in der Luft. Warte auf Anweisungen. Wer ist denn der Erste? 3. Jetzt habe ich den... Ne, hier ist er. Geh du mal ein bisschen näher. 4. Hier. Wir können langsam mutig sein und mal den Flugzeugträger suchen. Gruppe 4, nähern uns Ziel. Kehren zurück.
Jetzt sehe ich, was der andere macht. Fuck you. Der hat uns gejagt. Ah, und ich weiß, wo er ist. Der jagt uns. Scheiße. Scheiße mit der Scheiße. Und ich dachte, er hätte keine mehr. Torpedos, achte aus! Ja. Eins. Oh. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Holen. Okay, ein Krieg entkommt, anderen kommt und den anderen schnappen wir uns. Ich wollte eigentlich den Zerstörer gleich jagen, aber wir jagen gleich den anderen Flugzeugträger, wenn wir noch genug Zeit haben. Ah, Mist, bin gegen Mikro gekommen. So. Na los, kill die, Mann! Gruppe 3 in der Luft. Es ist auch nur noch der Flugzeugträger übrig. In Sicht. In der Luft. Gruppe 2, Ziel zerstört. So. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Hier hinten war der. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich würde trotzdem noch weiterfahren wollen. Autopilot aktiviert. Wir wissen ja nicht, ob er nochmal die eine Jagdstaffel nochmal losschicken kann. Ja, wo will ich? Alles auf Angriff. Last B4. Ja, so ungefähr gehe ich mit. Aber der Zerstörer wird sie gleich aufdecken. Die Wakatake. Komm schon. Wo hast du dich versteckt? Ist er echt noch gefahren oder was? Verdammt. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Wo bist du? Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Ende. Aha. 2. Jo, damit kann ich leben. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Kehren zurück zum Schiff. Verdammt. Nummer 3, wird deine Fracht los. Gruppe 3, greifen Gegner an. Gruppe 4, sind unter Beschuss. Gruppe 3, kehren zurück. Na komm, ne, der eine kommt nicht. Vielleicht besser setzen sollen, aber... Kehren zurück zum Schiff. Jo, den Rest müsst ihr machen. Haben gewonnen. Schade, den haben wir nicht versenkt. Aber es ist echt noch gut vorangekommen. Alter, wir haben echt gut gespielt. Also normalerweise, ich muss ehrlich zugeben, die letzten Matches haben wir immer, die letzten drei Matches, die ich mit Flugzeugträgern jetzt gespielt habe, waren immer 2-2 gegen, also zwei Flugzeugträger gegen zwei Flugzeugträger. Und ich habe mich immer auf die anderen Kollegen verlassen, dass wenn seine Jagdstaffel und meine Jagdstaffel quasi nah genug an einer Jagdstaffel von den Feinden dran sind, dann bin ich draufgegangen. In der Hoffnung, dass die andere Jagdstaffel mir zur Unterstützung kommt. In beiden Fällen kamen sie nicht zur Unterstützung.
Zwei Jagdstaffeln machen doch eine besser fertig als nur eine einzelne. Na gut. Wir haben vernichtender Schlag. Ehrbar persönlich. Gut. Nicht toll. Unterstützer. Heroisch persönlich. Und heroisch persönlich Großkaliber. Also so gut habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Und ich bin froh. Also mit dem Flugzeugträger, mit der Horsho. Und ich bin froh, dass ich da von der Aufnahme habe. Gut. Wenn das euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich weiß, ich habe schon früher gesagt, World of Warship ist ein Spiel, das bleibt auf der Platte, das bleibt auf dem Rechner, wird nicht deinstalliert. Ich spiele es ab und an mal, wie ich gerade Bock habe. Und zurzeit habe ich wieder Bock drauf. Wenn ihr aber davon mehr sehen wollt, sagt, Heinrich, komm, gib mehr davon, hau raus. Dann mache ich das auch. Egal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo, wenn noch viel besser. Ansonsten noch bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.